Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danny Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ja, Curry ein neues Gewand gegeben, sag ich mal. Ein menschliches Gewand. Und dann sind wir noch ein bisschen durchs Ödland geeiert, sind auf dem Weg zum toten Briefkasten, welchen wir erkundet haben. Da haben wir wieder eine andere Mission bekommen, aber das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Wir sind nämlich hier in einen sehr viel interessanteren Ort reingestolpert. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um, was man hier so machen kann. Wunderbar. Sie kommen gerade rechtzeitig zur Produktvorstellung. Ja, Hier, solange du mich lang nicht bitte. zum Essen verarbeiten willst, können wir beste Freunde General werden. Atomics, der Weltmarktführer in Sachen Haushaltsrobotik. Unsere zuverlässige Reihe der Mr. Handy Haushaltsroboter wird Sie What? von der Plackerei der Hausarbeit befreien. Vom Kuchenbacken bis zur Kinderpflege, von Aufträgen bis Aufräumen. Bei Mr. Handy ist alles in Dein guten Robotern Händen. stimmt was nicht. Und unsere Modelle sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit. Bei richtiger Pflege hält Ihr Mr. Handy ein Leben lang. Kunden des Militärs bietet General Atomics unsere Mr. Gazi-Produktreihe an. Ich gehe da mal Ausgerüstet in mit Deckung. aktuellster Militärtechnologie. Okay, ihr Kommunistenschweine, wie gefällt euch das? Jeder Tag ist ein guter Tag zum Der Sterben. Feind wurde entdeckt. Boah. Kampfhandlungen einstellen. Alter. Gegner verlassen. Geh doch mal weg da. Alter, hier sind ja alle hier. Voll im Eimer. Jetzt ungern ein Auto anschieben. Okay, danke. Was ist hier los? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Die Galeria ist leider geschlossen. Warte, ey. Okay. Hier sind noch einige Läden, sag ich mal. Was haben wir denn hier? Ein Boxring hat Los, steigen Sie in den Ring. Mac. Verkauft wird erst nach dem Kampf. Oh Mann. Boxkampf, ehrlich. Okay. Hoch damit! Hoch damit! Fehler, unbehandelte Ausnahme im Boxmodul, tödliche Protokolle aktiviert. Ah, Erste Runde, kämpfen! Ich gebe möglicherweise einige Ersatzfälle für Wunsch. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Ring out, da ist Ring out hier. Das ist für dich. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit. Warte mal. Lass mich mal kurz laden. Ich vielleicht nur mit den Fäusten kämpfen müssen oder mit Boxhandschuhen. Muss auch mal gucken. Boah.
auf Sancho, ja. Hör mal her. Okay. Hoch damit! Hoch damit! Fehler, unbehandelte Ausnahme im Boxmodul, tödliche Protokolle aktiviert. Erste Runde, kämpf! Ich glaube, ein Scharfschütze. Schließ ihn mal ab. So, schieß ihn ab. Ja, ich wollte schon sagen. Okay, jetzt. Anscheinend wurde der Champ ausgezählt. Ja, glaube ich auch. Wir verkaufen nichts. Die Galeria hat geschlossen. Willst du mich auf den Arm nehmen? So, okay, ihr habt nichts dagegen, ich öffne, okay. Geschafft. Man hat schon verrückte Sachen gesehen, ne? Ja, Champ steht jetzt vor euch. Oh Mann. Da haben wir eine Bowlinganlage. Genau so. Hatten Sie noch weitere Fragen? Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Die Galerie ist in Ordnung, kommen Sie rein. Hier ist Gas. Willkommen bei Slocum Joe's. Wie wär's mit einem Tässchen Kaffee? Geht aufs Haus. Sicher? Kommt sofort. Bei Slocum Joe's hat unser Kaffee die perfekte Temperatur von fast 100 Grad. Treten Sie einen Schritt zurück. Ja. Aus hier, Karin. Aus hier! Aus hier! Alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist Was ist hier los? Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Wahrscheinlich hat er mit dem Flammenwerfer direkt auf uns geschossen oder so, ne? Boah. Alter. Oh, das ist geil. Das ist ein Scheiß nach dem anderen. Ja, das ist geil hier. Was haben wir noch hier? Alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist umgehend im Direktor. Was ist das hier? Bitte eine Nummer 13. Nummer 13. ja. Nummer 14 wird bedient. Kann ich ja näher Nummer ziehen? 82. 83. Will ich jetzt hier echt warten, bis Dingens kommt? Hä? Nummer 16. Raus aus meiner Küche! Raus! Aus! 17. Ich würde wirklich gerne wissen, was passiert, wenn er die 83 erreicht. Und wir warten hier, bis er 83 erreicht. 19. Also ich gehöre raus aus seiner Küche. 20. Okay, warten wir, bis die 83 kommt. Irgendwer? Nein, zähl weiter. Ich hab die 82, los. Fängt er wieder von vorne an. Er fängt wieder von vorne an.
13, Nummer, Sie werden in Kürze bedient. Die Hilfe hat tödliche Gewaltanwendung gegen Plünderer genehmigt. Nummer 14 wird bedient. Das ist ein Kleidungsgeschäft, was kann hier schon Schlimmes passieren? Wer ist da? Sind Sie ein Kunde? Jetzt hören Sie mal zu. Jeder einzelne Artikel befindet sich genau da, wo er hingehört. Ich habe Jahre gebraucht, hier Ordnung reinzubringen. Sie können sich umsehen, aber nichts anfassen. Okay. Ja, ziemlich unproduktives Geschäft. Verfolgt er mich jetzt? Nein. Ich dachte, der Dumme jetzt auf Schritt und Tritt verfolgen, ob ich hier was nehme oder nicht. Na gut. Was anderswo wohl geschehen ist, ist das Schicksal des Commonwealths atypisch, weniger extrem oder sogar noch... Ja, eine Bowling. Standardprozeduren muss vom Direktor genehmigt werden. Anlage haben wir auch noch. Okay, da ist aber ein Ort. War eigentlich schon überall gewesen, ne? Gut, dann gehen wir mal in die Bowlinganlage. Schlimmer als da draußen kann es ja nicht sein. Ah, schön. Ich mag diesen Ort. Der ist so richtig schön bescheuert. Willkommen bei Back Alley Bowling. Hier entlang bitte. Ich bereite alles vor. Na gut, super. Möchten Sie bowlen? Nur 5.000 Dollar pro Spiel. Ja klar. Ich fahr mal eben das Geld rein. Doch, das tut sie, Sir. Also, haben Sie Lust auf ein Spiel? Ich komme ein andermal wieder. Natürlich, natürlich. Ich habe möglicherweise ungewöhnliche Verhalten entdeckt. Wie melodramatisch er gesagt hat. Strike. Ehrlich. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei abschaffen, oder? Und die kleinen Sachen gehören nicht. Auch mir den Rücken aufzuschlitzen mit deiner Säge. Hey! Halt! Sie müssen bezahlen! Oh Mann! Ich habe mehr als genug Dunkelheit erlebt. Oh. Bowling. Komm, wir bowlen ein bisschen. Ha, alle Neune. Ausgezeichnet. Sehr schön. Schon wieder.
Kämpfen ist nicht so ein schlimmerer Zweck. Ich bin noch intakt. Ihr seid doch alle irre hier. Hat ich nicht noch irgendeine Mission oder so hier? Der bringt mich wahrscheinlich jetzt um irgendwie. Weil ich schon ein paar Roboter hier getötet habe. Also erledigt habe, zerstört habe, wisst schon. Und vielseitig der Roboter von General Atomics unter Beweis zu stellen und als Modell von unserem Konzept eines mit Raum betriebenen Einkaufszentrum zu dienen. Oh. So ist das also. Sehe mich nicht. Oh, das ist viel zu abgefuckt. Was? Okay. Echt, hey. Was haben wir noch hier? Oben. Obelat. 15er, 8er, ne, die 8er habe ich, die Spielkugel. 5er Kugel. 12er Kugel, die ganzen Kugeln brauche ich. Bei mir kann ich klauen und so, ne? Aber wehe, ich mache einen Schritt da in dem Dingen, ja, in den, weiß nicht, wie man das nennt, Bowling-Begriff. Die Bahn, glaube ich. Okay. Boah, die schreckt mich andauernd, ne? Okay, wo ist denn der Direktor oder General oder was ich, was weiß ich, wie das nochmal hieß? Oder Generaldirektor? Der Direktor hat tödliche Einkaufszentrum betrieben von Robotern. Ja, das ist ja natürlich von da hinten losgegangen. Was zum? Oh, Entschuldigung. Whoop. Oh. So, wo ist denn der? Tut mir leid, ich habe ein paar von dir erledigt. Vorsicht vor Dieben, Eindringlinge und Kommunisten. Der redet die ganze Zeit. Du hast mich beobachtet? Dachten Sie wirklich, eine hochmoderne Einrichtung wie die General Atomics Galleria hätte keine richtige Überwachungsausrüstung? Und doch, trotz all meiner Sensoren und all meiner Roboter, weiß ich nicht, warum Sie wirklich hier sind. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten. Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Äh, ja,
Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen. Warte mal, hier habe ich doch, ne? Warte, manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Irrelevant. Erwarte jetzt. Welche ID? Erklärung ausgegeben. Dies ist eine Bedrohung. Zeigen Sie Ihre ID. Hier. Scanne? Täuschung festgestellt. Sie wurden gewarnt. Oh Gott. Alter. Hat der mich zersiebt. Warum krieg ich denn eine ID her? Ich will gar nicht diesen Robotern, ehrlich gesagt, eine ID geben. Einer hat versucht mich zu töten, einer. Ja, die meisten haben versucht mich zu töten. Einer wollte mich kochen. An alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten. Ich glaube ja nicht, dass mein Dings hier klappen wird. Na, gucken wir mal. Habe ich Bein und irgendwie so was, was mein Charisma neu erhöht? Ja, das habe ich noch, aber. In Ordnung. Ich bin nicht kriminell. Was sind Sie? Vandale? Söldner? Kommunist? Warten Sie. Die große Neu... Ja. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der... Aha. Warte. Manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Automatische Aktivierung war für den 1. Januar 2078 geplant. Warte. Analysiere. Beschädigte Task festgestellt. Taskplaner repariert. Zuvor geplante Task wird nun ausgeführt. Zugriff auf Protokolle. Alle Einheiten. Bereithalten für die große Neueröffnung. Verarbeite Firmware-Updates. Erledigt. Reinstalliere Kampfhemmung. Erledigt. $10. Alle Systeme arbeiten mit maximaler Effizienz. Ich habe Vorräte aus dem Hauptquartier angefordert. Bis sie eintreffen, müssen wir durchhalten. Oh. Du bist zu schwer bepackt. Mein Gott. Nächstes Mal mit der Aktivierung einer manuellen Notfallüberbrückung nicht. Sehr für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Direktormanagement Fehlfunktionen aufweist oder aus einem anderen Grund nicht funktioniert. Der Direktormanagement-System funktioniert normal. Notfallsteuerung wurde deaktiviert. Ich hab zu tun, Soldat. Wegtreten. Oh, weißt du, was ich Soldat war? Na gut. Genug Roboter für heute gesehen. Ja, tschüss, immer wieder sehen. Ja, finden wir noch irgendwas hier im Umkreis? Das ist ein Flughafen. Willkommen in der General Atomics Galerie. Oh, da ist der Flughafen. Ist ein Flugzeug. Wow, ist ein Flugzeug.
abgestürzt. Oh mein Gott. Das ist aber geil. Skylanes Flug 1981. 1981. Ja, weg, ja. Alter. Alter. Ja, noch alles erkunden kann. Wir geblieben. Aber auch ein gutes Training. Oh Mann. Müssen wir einen Speedrun mäßig jetzt durchrennen. Oder durch ein verschlossenes Teil. Ja. Wie schön. Ohne Rakete. Ah, verstecktes Fach. Meister verschlossen. Mir da ist nichts Geiles drin. Was? Nein, zu weit. So. Das wär's. Skylanes Schmugglerverzeichnis. Schau mal, was das ist. Inhalt der Fracht, ja. $2,500 in bar. Möchte ich haben. Weißt du, wie viel Asche mir das einbringen würde? Ja, mir liegt eine Waffe, hallo. Schon voll die Seitenwaffe oder so. Ich komme da nie im Leben ran. Koffer. Wie kann man einen Koffer so versperren? Mit Schloss, ne? Neben Dingern. Keine Ahnung. Irgendwie schwer vorzustellen. Mein Gott, alles verschlossen. Nicht mehr so viel Zeit heute. Ein Part. Boah. Boah, das gibt's doch nicht. Boah. Zieht sich ja noch lang, habe ich da gefühlt. Was? So. Cool. Gut. Na ja, hoch. Noch verschlossene Koffer.
Haben wir denn alles zu verstecken hier? Nicht so, als wäre da was Wertvolles, sondern alles nur Klamotten. Klamotten sind nicht wertvoll. Geschafft. Da so eine Planke so ganz praktisch war, damit ich darüber laufen konnte. Aber genau so was habe ich gesucht. Unglaublich über Weltenlinge Geschichten. Ja. Verursacht 5 plus 5 Schaden gegen Meyerlurks. Sehr gut. Ich habe zum Glück im letzten Part gegen welche gekämpft. Oder? Also sehr pünktlich gekommen. Ja, das heißt gar nichts. Flugschreiber. Aufzeichnung hat. Boston Tower, Skylanes 1981. Bitte bestätigen. Over. Verdammt, was ist los? Cool. 1891. Wir haben ein Triebwerk verloren. Wir gehen runter. Da hoch! Lande auf der Straße! Also, okay. Ja, dann sind wir hier auch fertig, glaube ich. Ich glaube, da kann man auch noch. Der Körper kann Gewebeschäden reparieren, aber eine hohe Strahlenbelastung in kurzer Zeit kann schnell tödlich enden. Ich empfehle Vorsicht. Ja, der war hier, glaube ich, fertig. Und würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.